So, da sind wir wieder. Essence of the Forest. Wir hatten aus irgendeinem Grund versucht, öfter einen Skygirls Quiz zu machen, um zu gucken, wen wir spielen werden. Ich meine, ich hatte eigentlich schon irgendwen im Kopf, aber... Ja, ich auch, aber... Aber willst du noch mehr von solchen Quizzes machen? I guess, keine Ahnung. Damit du dir gar nicht mehr sicher bist, wer du sein sollst. Which Skygirl would you date? Okay. Aber da sind dann schon wieder solche Fragen wie Who's your favorite popstar of all time? Gut. Wer denkt sich solche Fragen aus? Das ist wieder die Seite, wo wir das nicht gleichzeitig machen können. Gut. What time do you go to sleep every night? 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m., midnight. Midnight. Gehst du immer um Mitternacht schlafen? Ja, meistens. Also, ich gehe um 5 Uhr morgens schlafen. Wenn ich es schaffe. Manchmal auch um 8 Uhr morgens, wenn ich es nicht schaffe. Warum gehst du so früh schlafen? Keine Ahnung, da weckt mich nachher trotzdem jemand auf. Ich hasse es halt, am Tag wach zu sein. Warum? Ja. Ach so. Was trinkst du normalerweise für dein Frühstück? Ich habe kein Frühstück. Und du? Ich auch nicht. Kaffee, Tee, ein Früchtesaft, Wasser. Hier unten übrigens Switch Naruto Charakter, are you? Ich sage einfach mal Früchtesaft. Keine Ahnung. Ja, Cola ist Früchtesaft. What music do you listen to on your spare time? Rock, Pop, Country, Rap. Ja, Rock. Ja. What? Musikpreis der Rock- und Popkultur. What's your favorite color? Green, black, purple, red. Purple? Von denen? Who's your favorite popstar of all times? Madonna, Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga. Also, ich meine, ja, aber also von der Auswahl hier. Aber redet überhaupt noch irgendwer über irgendwen davon, außer halt von Taylor Swift, und das auch nur, weil die wegen irgendwelchen Sachen überhaupt noch im Munde ist, dass irgendwer AI-Fotos von der macht? Gut. Weil machen die überhaupt alle irgendwie noch was großartig? Weil ich habe keine Ahnung. What's your favorite season? Spring, Fall, Winter, Summer. Irgendwas Fünftes. Herbst. Which foreign language would you love to learn most? Japanisch. French, Spanish, Italian, Russian. Gut. Ich glaube, das wurde von irgendeinem Amerikaner geschrieben, habe ich das Gefühl. Also in Europa würdest du dir einfach denken, nee, fick die anderen Leute. Von denen, I guess. Italienisch? Ezio. Which type of housing do you dream of the most? A condo, a castle, an apartment, a small house? Small house, I guess. Was ist ein Kondo nochmal? Kondo. Das
Symptom war. Amerikanisch eine Wohnanlage mit mehreren Eigentumswohnungen. Also, das ist im Endeffekt einfach nur eine Wohnung. Eine Eigentumswohnung. Also ein Eigentumswohnungskomplex. How rich do you want to be? $1 million rich, $20 million rich, $100 million rich, $300 million. Da steht nicht rich. Gut. $300 million, und von denen gebe ich dann irgendwie 298 für Charity weg. Echt genug, damit man nicht mehr arbeiten muss. Fertig. Ja. What is the most expensive thing you wish to buy? A house, a car, a piece of jewelry, an estate. House, I guess. Ich brauch kein Auto, ich brauch kein Jewelry. An estate ist zu groß. Okay, jetzt war ich meins. Ja, ich kann da leider auch noch Midnight sagen, auch wenn es nicht stimmt. Ich höre keinen Rap, ich höre keinen Pop, ich höre keinen Country und ich höre keinen Rock. Aber... Hey, du hörst doch Rock, wenn du geldige Musik hörst. Metal. Ja. Oder was ist Metal entsprungen? Aus der Gitarre. Genau. Und, ja. Hey, Leute. Ich hasse alle Seasons, weil daran, woran ich irgendwas gut ausmache, ist halt das Wetter, und das Wetter, das ändert sich nicht mehr wirklich, je nachdem, was man da jetzt hat. Also, ich hasse es einfach. Obwohl, Winter ist im Moment am besten, wenn ich nicht raus muss. Gut. Obwohl, hier drin wird auch nicht geheizt, wenn Winter ist. Das ist auch das Problem. Gut. Französisch habe ich mal gelernt und wollte ich da nicht weitermachen. Spanisch ist mir scheißegal. Italienisch ist mir scheißegal. Russisch ist mir scheißegal. Warum würde ich Russisch lernen wollen? Andere Schriftzeichen. Keine Ahnung, dann nehme ich Spanisch. Und lässt dann Lol da mit Pendejo de Morte. Dann nehme ich ein Apartment. Keine Ahnung, ist mir egal, wie viel Geld ich habe. 100 Millionen reicht mir. Gut. Ja, ich hole mir ein Estate. Okay, dann sage ich erst bei dir. Okay. You would date Annie? Okay. Keine Ahnung, sieht aus wie irgend so ein... Star Wars The Forces of Evil Charakter? War Andy die mit dem Schwert? Ja. Das. Ja. Gut. Okay, auf dem Bild sieht es halt wirklich aus wie irgendein Star Wars Forces Evil. Weil die Sterne hat. Ja, und ich hab Failure. Gut. Die Milia-Anspielung. Ja. Ja. Okay, kommst du, Emilia und ich call Bad Guy. Ist das so Bad Guy? Ich glaube, die hatte Moves, die einfach straight up von Soul Bad Guy waren. Which Naruto Character are you? BuzzFeed, okay. Mit Sicherheit. Da gehe ich mit Sicherheit drauf. Sollen wir das von Crunchyroll nehmen oder das von Pro Profs oder das von YouQuiz? Oder das von WikiHow? WikiHow.
Ich glaube nicht, dass das ein wirkliches Quiz ist, wenn es WikiHow ist. Keine Ahnung, geht drauf. Okay, dann sterbe ich halt jetzt. 10 Minuten. Okay. Oh Gott! Hä? Fucking WikiHow. Gut, was ist denn für ein Strampelanzug? Einfach so ein hässliches Bild reingetan. Okay, dann. What would your fighting style look like if you were a ninja training in Konoha? Very strategic with each strike carefully measured and planned. It'd be wild and spontaneous. No enemy would be able to predict my moves. It'd be intense with unrelenting force and vengeance behind every strike. It'd be calm and totally seamless with each move flowing into the next. Ja, einfach ein Lauf. Samurai Champloo, einfach ein Predictability. Dann nehme ich Intense. Intelten. Wie würdest du sagen, wie du dich verhältst bei deiner Familie und deinen Freunden? Ich habe Angst und ich bin in mich gekehrt, aber ich fühle mich toll mit meinen Freunden. Ich bin leise und ich in mich gekehrt, aber jeder weiß, dass ich so bin. Ich bin sehr sensitiv. Und ich mag es sehr, emotional Talks mit denen zu haben. Ich bin sehr laut, energetisch und rausgehend. Wie immer. Sind das die ganzen Optionen? Ja. Gut, keine Ahnung, nichts davon. Ja, dann sag mir was davon. Keine Ahnung, zwei. Du bist leise und introspektiv. Wenn ich nichts davon bin, dann nehme ich irgendwas. Was, keine Ahnung, was bin ich? Such du für mich was, fuck you. Bist du nicht laut und energetisch und outgoing, indem du Leuten mit einer Shotgun ins Gesicht schießt, ohne Grund, immer, gefühlt, bei jedem Ende von irgendeiner Aufnahmesession und sonst allem? Ging's dir nicht aber auch um Familie? Ja, aber aus irgendeinem Grund haben die hier bei manchen Antworten auch einfach gesagt, dass du bei Freunden anders bist. Hier steht zum Beispiel, I'm pretty shy, but open up and feel more confident around my friends. Und da wird gar nichts von der Familie gesagt. Dann, okay. Dann ergibt das. Bin ich dann quiet and introspective? Das Ding ist halt, ich bin nicht shy. Gute Versicherung. Warum ist das bei mir anders geordnet? Weil es random Ordnung, Order hat. Welches Naruto-Quote kannst du dich am meisten mit identifizieren? Ain't a louse people. Was? Das ist my man. Ain't a louse people to grow and how you grow is up to you. Those who forgive themselves and are able to accept their true nature, they are the strong ones. A smile is the easiest way out of a difficult situation. Hard work is worthless for those that don't believe in themselves. Those that forgive themselves? Also, ich würde ja, das Hard Work is worthless,
einfach generell nehmen, ohne den Rest. Ja. Weil, ganz ehrlich, in der Gesellschaft hier arbeitest du eh nur für andere Leute und das Geld, was du dafür bekommst, ist einfach nur da zum Leben, nicht irgendwie um, ja, keine Ahnung, wirklich was zu verdienen. Ja. Und das macht jede Arbeit nicht wirklich zu irgendeiner Entscheidung, sondern zu einem Zwang. Ja. Hard work is worthless, aber belief, nö. Which of these Naruto characters is your favorite? Sakura, I love her intelligence and how capable she is. Naruto, I think his enthusiasm is just so infectious. Hinata, watching her grow into her confidence was so cool. Also, ich habe da nicht wirklich viel von gesehen. Die war einfach ein anderer Charakter dann plötzlich in der Boruto-Serie. Ja, die hat eine Breast Reduction bekommen. Die hat das abgegeben an gewisse andere Leute, die ja so intelligent sind. Sasuke, he is Mr. Tall, dark and brooding. I love it. Sind das alle aus Wirklichkeiten? Ja. Wo ist Shikamaru? Ja, keine Ahnung. Wo ist fucking Temari? Dann. Wo sind die Leute, denen man wirklich zugucken will? Wo ist Shui? Ja. Ja. Ich meine, der hat gefühlt einen besseren Arc gehabt als. Wo ist Sai und sein Kind? Wo ist Inu? Fucking Shui hat einen besseren Arc als Sakura gehabt. Ja. Keiner von denen. Das sind halt die Charaktere, die irgendwie am wenigsten charakterlich was an sich ändern, habe ich das Gefühl. Ja. Von denen, da gibt's keine Ahnung. Hinata, weil die das beste Design hat. Ja. What would you do if you saw a few of your friends arguing? Ja, sind ja nicht alle, ne? Sind ja nur a few. What would I do? I'm one of the arguing friends. I'd diffuse the tension with a joke. I'd step in and try to help them work things out. I'd probably just walk away. I don't want to get involved. Ich bin einer der arguing friends. Was glaubt diese Website, wie viele Freunde ich habe? Also, das letzte Mal, als du und er, dessen Name nicht genannt werden kann, über irgendwas geargued habt, da habe ich mich nicht für interessiert, also. Wann hat was über irgendwas geargued? Keine Ahnung, irgendein Anime, den ihr geguckt habt, bestimmt. Gut. Und da habt ihr dann drüber geredet und ich konnte nicht mitreden, weil ich keine Ahnung darüber habe. Und dann habe ich einfach gesagt, ne, da sage ich jetzt nichts. Gut. What's the number one thing that motivates you in life? My loved ones, no question. Where would I be without them? Self-reliance. I want to be strong enough to stand on my own 2 feet. Ambition. I want to prove that I can be the best at what I do. Peace. I want to build a home for myself where I can always be comfortable and relaxed. Nicht? Dann, keine Ahnung, Peace, I guess? Von denen? Ambition. Einfach, weil ich meine Ruhe haben will? You have a goal. What would you do to achieve it? Ich kaufe mir eins und dann können Leute damit Fußball spielen. What else? I'd work hard and trust in my ability to succeed. I'd ask my friends for help. Together we can do anything. I'd stay calm and make a plan. Any goal can be met with a solid strategy. I'd do absolutely anything to realize my goal, even if I was told to stop. Nichts davon. Doch, du hast mich schon mal gefragt, ob wir irgendwelche Spiele spielen.
Was? Ja, das ist so im Endeffekt dann Go. Ich möchte dieses Spiel spielen. Ja, dann frage ich meine Freunde. Aber das ist kein Ziel. Das ist eine Aktivität. Das ist doch ein Ziel, die Aktivität auszuüben. Nee. Nicht für mich. Ich habe keine Ziele. Ja, was denn dann? Nichts? Also, what else? I guess. Ich mach dann einfach. I guess. Mit diesem ist langlos und leer. Was soll ich sagen? Ja, ich denk mir einfach, ich crushe alles, was mir im Weg steht. Weil, wenn ich bei irgendwas meine, dass ich richtig bin, dann mache ich darauf weiter. Auch wenn du falsch bist. Ja, aber meistens ist das ja nicht der Fall. Und wenn es der Fall ist, dann sehe ich das ja auch irgendwann ein. What would you say? Was? Nichts. Brauchst mir nicht irgendwas sagen, dass ich irgendwie scheiße aussehe. Fuck you. Ich hab gesagt, du findest immer noch, dass Bobs gut aussehen. Ja, das stimmt ja auch. Nö. What would you say you were or are like in school? A gifted student. I was top of my class without needing to study much. Nein, das wirst du nicht gesagt haben. An outsider was a bit of a loner and often felt misunderstood by my classmates. A social butterfly. I knew most of my classmates one way or another. Ich meine, ich kann 2 und 3 irgendwie sagen, weil ich die alle kenne, aber trotzdem nichts mit denen zu tun hat. A class clown, always messing around and making people laugh. Ja, ich weiß, was du nehmen wirst. Das erste und das zweite gleichzeitig, aber eher das zweite. Du bist doch kein gifted student. Den ersten 7 Jahren schon. Ich war irgendwann in meiner Ausbildung gegifted student, aber ich wird ja über Schule gefragt. Out of the following, what's your greatest strength? I'm sensitive and have a lot of compassion for everyone around me. I'm smart and have a knack for analyzing situations carefully. I'm observant and tend to pick up on things others miss. I'm confident and genuinely believe in myself. Was sollen wir denn sagen? Wir haben fucking durch eine Behinderung eben das dritte automatisch. Ich bin nicht confident. Das ist das vierte. Also, das heißt, dritte nochmal. I'm observant and tend to pick up on things others miss. Ach so. Das ja. Ist halt behinderungstechnisch automatisch bei uns vorhanden. Was soll das? Und das war das erste nochmal, wenn das dritte war, das habe ich dann irgendwie überhört. I'm sensitive and have a lot of compassion for everyone around me. Ah. Ja, mir ist irgendwie nichts davon. Soll ich das dann nochmal wegmachen bei dir, dass du nicht observant bist? Was? What the fuck? Werbung! Was soll das? Hä? Was? Lies das vor. Gut. Mucosalvagi. Kapseln bei Husten. Wieder verfügbar. Einnahmen nur einmal täglich. What the fuck? Warum tun die da das R-Wort rein? Was ist das? Wegen der anderen, also der richtigen Bedeutung davon. Zurückweisend oder zurückbleibend. Aber das ist komisch. Ich meine, im Englischen sagt man zu feuerabweisenden Sachen ja auch fire retardant. Nicht resistant? Nee, fire retardant. How would you say you deal with stressful situations? I stay calm and act like nothing is wrong. I tend to keep my feelings inside. I stay positive, negativity
won't solve anything. I get visibly upset and frustrated until the situation is dealt with. I talk to people I know I can rely on. I prefer to bottle things up. I prefer to bottle things up. Ja, das ist aber, dass du auch mit anderen Leuten darüber redest, ne? Ah. I keep to myself. Also das Erste. Ja. Also wenn mich was nervt, dann schreibe ich meine Mutter immer an und sage der, dass es scheiße ist. Aber ich würde dann nicht sagen, I talk to people I know I can rely on, weil ich kann überhaupt nicht auf die da vertrauen, wenn ich irgendein Problem habe. Weil die tut einfach immer so, als wenn es keins wäre. Gut. Von daher, I get visibly upset and frustrated until the situation is dealt with. Wie gestern, als mein Internet ausgefallen ist, um 3 Uhr morgens und ich wütend wurde. Deswegen, weil mein ganzes Leben gefühlt dadurch überhaupt erst ermöglicht wird. Weil abseits davon habe ich nicht wirklich was, woran ich wirklich Spaß hätte. Da draußen. Weil, was will ich da? Ganz ehrlich. Da werde ich konstant durchgeschallert, kriege ich sonstige Probleme. Das ist halt nicht, das ist kein Leben, finde ich. Do you prefer to work alone or in teams? I prefer to work alone. But don't mind teamwork with the right people. Working alone is the only way to go. I prefer to simply do my things my way. I don't have a strong preference between teamwork or going solo. Teamwork all the way. Things are easier when I can rely on others. I don't mind teamwork with other people, with the right people, I guess. Also, wenn ich irgendwas mit anderen Leuten mache, dann möchte ich gerne eine bestimmte Position haben. Weil ich mag es nicht, wenn man... Kegelposition. Kegelanimation. Genau. Ich... Find's halt scheiße, wenn du in einem Team bist und dann einfach eigentlich nur das machst, was jemand anders dir sagt. Und das bringt ja auch im Endeffekt nichts, wenn nicht jeder da mitmacht, oder? Ich bin hier unten. Boah, hier das Ding gehört für dich auch. Meine ich ja. Ich sorg hier für Entertainment. Don't mind if it's the right people, oder wie der genaue Wortlaut noch war. Ja. Ich hätte ja auch lieber nichts mit Randoms spielen wollen. What kind of qualities do you look for in your friends? I want friends who are fun-loving and free-spirited. I look for friends who are trustworthy and honest to a fault. I prefer friends who are easygoing, thoughtful and calming to be around. I can make friends with anyone, it doesn't matter what qualities they have. Ich meine, da kommt es weniger auf die Qualitäten von denen drauf an, sondern mehr auf die Interessen und so. Also das, I guess. Also das Letzte. Ja. Dann, ja, ich brauche Honest. Wow, da fliegt der Konfetti runter. Gut. Du bist Gara. Gut. Nur 9% von den Quizleuten haben das bekommen. Gut. Wer bist du? Du bist nicht gruselig, du bist einfach nur missverstanden. Prinz Haske. Gut. 28% der Quiztaker haben den auch bekommen. Wenn ich Garten hätte müssen, hätte ich gesagt, dass du Orochimaru bist. Ehrlich, dir zutrauen würde, wenn Schutz ist echt, wenn du auf jeden Fall lernen würdest, wie du dich selbst auskotzt. Nein. Ich habe jetzt gedacht, deswegen hier. Deswegen?
gut. Sag um. Ich bin immer noch super, als wir das Resident Evil Quiz gemacht haben und ich instant Karten habe. Ja, du bist Wesker. Ich meine, wer sonst sollst du in Resident Evil Set, Chris? Keine Ahnung, wir haben schon wieder 30 Minuten. Gut. Ja, dann würde ich sagen, das wäre es für diese Folge. Wollen wir noch mehr machen, oder? Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.